Hallo mein lieber Krebs, herzlich willkommen zu deinem Kanal der Astrologie und Okkultismus. Bevor ich mit deiner Prognose für September beginne, möchte ich dir darauf hinweisen, dass du jetzt meinen Kanal abonnierst, so dass du Benachrichtigungen bekommst, wenn ich neue Videos hochlade. Du hast die Sonne im dritten Haus der Kommunikation, Geschwister, Nachbarn, Lernen, Schulung, Bildung, Reise, Umzüge. Also das dritte Haus ist das Haus, wo man sehr vieles erledigt. Und im Monat September hast du eine Planetenversammlung auch im dritten Haus, sodass alle diese Themen können den Fokus ausmachen. Zwischen 3. und 6. ist Merkur in Konjunktion mit Mars im 2. und 3. Haus. Mars regiert dein Haus des Berufes. Durch Geschwister oder andere Familienmitglieder hast du die Möglichkeit, deiner Karriere eine neue Wendung zu geben. Vielleicht wird dir was Gutes empfohlen oder eine neue Möglichkeit gegeben. Am 5. kommt Mars in das dritte Haus. Ja? Dadurch hast du viele Erledigungen, denn Mars aspektiert das 6. Haus von dieser Position. Also viel Bewegung, viel zu erledigen. Mars aspektiert auch das 9. Haus. Also du überlegst, welche Möglichkeiten für die Zukunft für dich gibt. Aber zerbreche dir dabei nicht den Kopf, mein lieber Krebs, sondern arbeite eher an deinem Selbstvertrauen. Du hast alles, was du brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Du musst nur dich selbst vertrauen, sodass du entspannter und sicher deinen Weg gehen kannst. Am 6. hast du einen Vollmond in Konjunktion mit Neptun. Das geschieht in deinem 9. Haus der Hoffnung und Zukunftspläne. Unklarheiten mit deinem nahestehenden Menschen sollst du besprechen und klären. Auch wenn du das Gefühl hast, Barrieren in der Kommunikation überwinden zu müssen. Diese Barrieren haben mit der Vergangenheit zu tun. Es ist auch eine gute Zeit, neue Projekte für deine Zukunft zu gestalten. Hier sollst du dir dein Leben, ja, ein bisschen anders vorstellen. Ja? Es gibt etwas, was du noch nicht weißt, und deswegen sollst du deine Vorstellungskraft nutzen, um manche Möglichkeiten realisierbar zu machen. Am 13. gibt es eine Opposition zwischen Mond und Saturn. Wir haben Mond auf Zwilling und Saturn auf Schütze. Jemand wird auf dich bedrohlich oder einschüchternd wirken. Es kann sein, dass du zum Amt gehen musst und dort mit einer komischen Frau vom Amt irgendwie sprechen musst. Ja? Da möchte ich dein Geburtshoroskop anschauen. Aber generell gesehen, da wird jemand nicht so nett zu dir sein. Es kann auch sein, dass ein wichtiges Familientreffen stattfindet, welches schwierig sein kann. Zwischen 13. und 15. sollst du zurückhaltend sein. Denn falsche oder unpassende Aussagen können für dich schlechte Konsequenzen haben.
zwischen 16. und 17., das ist ein Wochenende, hast du einen sehr guten Aspekt für die Liebe, denn wir haben Konjunktion zwischen Venus, nördlichem Mondknot, im Sextil mit Jupiter. Also, wir haben hier Venus und wir haben hier Jupiter, ja? Hier könnte ein positives Treffen mit einer liebevollen Person stattfinden. Es ist ein positiver Aspekt für Intimität. Dementsprechend sollst du dich für Neues öffnen, auch in der Liebe. Reisen oder Abenteuer sind an diesem Wochenende gut aspektiert. Am 20. hast du einen neuen Mond im Sternzeichen Jungfrau. Ja, da wo Merkur, Mars und auch Venus sein wird. Das heißt, du hast viel Abwechslung mit deinen Mitmenschen. Es kann sich in Form eines Umzugs äußern oder in Form einer Reise. Auf jeden Fall sollst du trotz der Hektik versuchen, dich zu entspannen, mein lieber Krebs. Eine Aussage von jemandem kann dir große Aufregung bereiten. Deswegen sollst du versuchen, die Dinge leichter zu nehmen, also nicht so ernst. Zwischen 25. und 26. ergibt sich eine Opposition zwischen Mars und Neptun. Ich würde sagen, alle die Planeten, die hier sind, sind in Opposition, wie du sehen kannst. Ja, 180 Grad in Opposition zu Neptun. Du sollst Realität und Fantasie trennen. Ja, da können es Unklarheiten geben, vor allem bei einer Entscheidung, die du treffen musst, bezüglich eines Problems. Also du sollst dich gut überlegen, was du machst, weil nicht alles, was man macht, ist immer das Richtige. Natürlich müsste ich dein Horoskop, deinen persönlichen, individuellen Horoskop anschauen, um das zu beurteilen. Hierbei sollst du die Führungsposition nehmen, den Stier bei den Hörnern nehmen sozusagen oder packen. In anderen Wörtern sollst du proaktiv werden, vielleicht auch Hilfe von deinen Mitmenschen bekommen oder verlangen und dabei in deinen menschlichen Beziehungen sollst du auch nicht kritisch gegenüber anderen Menschen sein. Denn du hast Mars im dritten Haus der Kommunikation mit Merkur. Ja, man redet einfach sehr vieles, aber man muss aufpassen, denn nicht alles soll man sagen. Ja? Am 29. hast du eine Konjunktion zwischen Mond und Pluto in deinem Haus der Beziehungen. Ein sehr wichtiges Gespräch wird stattfinden, wo man auch die Wahrheit, ja, gesagt bekommt. Es kann auch sein, dass du einen Vertrag abschließt und dabei sollst du dir merken, dass du alles richtig gelesen hast. Mein lieber Krebs, ich wünsche dir alles Gute für September. Wir sehen uns im Oktober wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis demnächst.